Hallo ihr Lieben, ich bin Steffi von viviartikel.de und im heutigen Video spreche ich mit der Hebamme der Anna-Maria über das Thema draußen unterwegs mit Kinderwagen im Winter. Und ihr erfahrt jetzt, was ihr dafür alles braucht. Viel Spaß! Viel Spaß! Ja, Anna-Maria und ich haben für euch schon ein Video gedreht mit Baby im Winter. Das verlinken wir auch euch unten. Könnt ihr da mal vorbeischauen. Da ging es allgemein um das Thema Winter und Baby. Und heute speziell im Video geht es um den Kinderwagen. Also was muss ich mit dem Kinderwagen im Winter beachten? Kann ich den so benutzen wie im Sommer oder brauche ich da irgendwie bestimmte Artikel dafür? Ja, genau. Und es wird halt jetzt natürlich wieder ein Produktvideo, aber für manche Sachen braucht man einfach Produkte. Und das ist halt speziell im Winter auch so. Denn wenn es draußen kalt ist, muss man sich natürlich auch mit der Ausstattung einfach anpassen. Und da sehe ich natürlich schon, dass man als Mutter, wo man immer das Beste für sein Kind will, oder natürlich auch als Vater, natürlich dann immer vor der Riesenauswahl steht. Und man am Anfang sich ein bisschen schwer tut, vielleicht auszuwählen, was ist denn vielleicht einfach zu empfehlen für ein Baby und für ein Kind. Genau. Und um für euch mal so eine Grundlage zu schaffen, also den Kinderwagen kann man natürlich das ganze Jahr über verwenden. Das ist gar kein Thema. Aber ganz klar, bei anderen Temperaturen braucht man natürlich auch eine andere Ausstattung. Und im Sommer verwendet man ihn einfach so, wie er ist. Für den Winter gibt es dann eine spezielle Einlage. Jetzt wissen wir alle, der Winter in Deutschland und in Mitteleuropa allgemein ist immer sehr unterschiedlich. Also es gibt manchmal super, super kalte Tage, dann ist es manchmal aber auch einfach nicht so kalt, sondern auch nur regnerisch. Mhm. Und deswegen ist es gut, dass man den Kinderwagen sozusagen immer ein bisschen, ich sage jetzt mal, adaptieren kann. Und wenn die Tage dann jetzt kälter werden, dann braucht man für den Kinderwagen einen Fußsack. Das ist wie so eine Einlage, die das Kind dann einfach wärmer hält. Und da gibt es jetzt verschiedene Modelle. Ein Modell wäre ein Lammfell-Fußsack. Der schaut so aus, den zeigen wir euch jetzt mal. Dass der innen total schön gefüttert ist, also ganz kuschelig und recht weich ist. Und das sieht man, also mit dem Lammfell, da wird kein Kind frieren, weil das ist einfach wirklich die allerwärmste Option und ist natürlich auch eine gute Qualität, oder? Was würdest du sagen? Auf jeden Fall. Ja. Was macht denn das Lammfellmaterial so besonders? Ja, Lammfell hat natürlich auch seinen Preis, gell? Mhm. Ganz zu Recht. Es ist natürlich ein Naturprodukt und deswegen besonders hochwertig auch für das Kind. Und die Vorteile sind vor allem, dass es natürlich super, super kuschelig warm gehalten wird, das Baby, wenn es da drin liegt. Und dass es gleichzeitig aber auch etwas regulierend ist, also regulierend bezüglich der Temperatur und auch bezüglich der Feuchtigkeit. Das bedeutet, die Kinder fangen jetzt nicht gleich sofort zum Schwitzen an, aber wenn es natürlich nicht richtig kalt draußen ist, dann ist so ein Lammfell-Fußsack vielleicht doch auch zu warm. Ja. Genau. Ja, wir können den ja mal reinlegen, oder? Genau. So, den kann man dann einfach so hier einfügen in den Kinderwagen. Und dann wird es richtig kuschelig da drin. Ja, und so ein Lammfell ist jetzt irgendwie kein Modeprodukt oder so, sondern das ist wirklich ein nachhaltiges Produkt, wirklich was Langlebiges. Das ist etwas, das kann man für mehrere Kinder verwenden, das kann man auch wieder weiter vererben, sei es an die Schwester, an die Nachbarin oder Freundin oder sogar für die nächste Generation verwenden. Also so Lammfelle halten wirklich lang und ja, das liegt natürlich einfach an dieser ausgezeichneten Qualität von diesem Produkt, gell? Genau. Ja. Ja, und ihr könnt den Lammfellfußsack nicht nur für die Babywanne hier verwenden, sondern natürlich auch, wenn euer Kind größer wird und wächst und selbstständig sitzen kann, dann könnt ihr ja auch den Sportsitz dann benutzen und dort auch befestigen, dass es eben auch, wenn das Kind sitzt, schön warm gehalten wird. Ja, also es ist nicht nur gut für einen Winter, sondern man kann das auch für mehrere Winter verwenden und wächst sozusagen ein bisschen mit. Genau. Genau. Ja, wenn man jetzt sagt, Lammfell ist für mich aus welchen Gründen auch immer keine Option, gibt es natürlich da auch eine Alternative, oder? Genau. Mhm. Da möchten wir euch den Thermofleece-Fußsack von Zambu empfehlen. Das ist ein Universalfußsack, der passt an alle Kinderwagen mit 3-Punkt- und 5-Punkt-Gurt, also sicher auch an euren Kinderwagen. Und der hat eben einen anderen Stoff, also hier haben wir ein Teddyfleece. Das ist hier auch bei dem Fußsack besonders, weil das wirklich noch viel weicher ist als bei anderen Fußsäcken.
Und ihr habt eben... Ja, das stimmt, das ist schon weich. Genau, ihr habt auch hier unten Reflektorenstreifen. Wenn ihr zum Beispiel auch im Dunkeln unterwegs seid, werdet ihr da auf jeden Fall auch gut gesehen. Und im Fußbereich haben wir auch einen Schmutzschutz. Das heißt, selbst wenn das Kind davor draußen im Dreck rumläuft, wird der Fußsack nicht so schnell dreckig. Aha, das schauen wir uns mal an. Ah, das ist natürlich praktisch, gell? Genau. Oben Vlies, unten dann eben dieser ja. gut zu reinigende. Und falls es doch mal dreckig ist, könnt ihr den ganz einfach in der Waschmaschine waschen, den ganzen Fußsack. Und damit er auch gut am Kinderwagen hält, haben wir hier hinten einmal so einen guten Anti-Rutschschutz, dass der eben nicht verrutscht. Und hier mit den Gurtschlitzen könnt ihr den Fußsack auch optimal am Kinderwagen befestigen. Und da wir hier eben auch verschiedene Höhen haben, wächst er sozusagen auch mit und man kann individuell einstellen, wo der Fußsack befestigt wird. Das sieht man schon, gell? Der ist riesig. Also der passt nicht nur für ein Neugeborenes, sondern ja, da kann ein Kind auch ein bisschen drin wachsen. Genau, und das Außenmaterial ist eben wetterfest und wasserabweisend. Ja. Also kann man auch gut bei Regen draußen unterwegs sein. Ja, perfekt. Ja, Thema Regen ist ein super Stichwort. Braucht man da vielleicht noch irgendwas für den Kinderwagen? Ja, wenn das euer Baby nicht nass wird, braucht ihr unbedingt einen Regenschutz für die Babywanne. Oder auch für den Sportsitz, wenn ihr dann mit Kinderwagen unterwegs seid. Aha. Der ist durchsichtig, also ihr könnt euer Kind auch anschauen, obwohl der Regenschutz drauf ist. Der ist super leicht zu befestigen. Zeig mal her. Ich zeige euch den mal kurz. So sieht der aus. Perfekt. Also und ganz klar, gell? Einfach so zum Drüberhängen. Genau, der wird einfach drüber gelegt, mit so Klett befestigt und dann könnt ihr auch schon los. Ja, und das Gute ist, man kann den jetzt, Glück sagt, der ist ja leicht und klein und kompakt, einfach hier unten reinlegen und dann ist man einfach für die Situation schon mal abgesichert. Ja. Also es kann regnen oder stürmen, ihr seid gerüstet. Und natürlich könnt ihr den auch im Sommer benutzen. Und wenn ihr einen Kinderwagen bei uns kauft, habt ihr auch ganz oft so ein Zubehörpaket dabei. Da habt ihr dann eben den Regenschutz mit dabei und auch für den Sommer ein Sonnenverdeck und einen Insektenschutz. Also so wirklich so ein All-in-Paket, damit man ausgestattet ist für alle Wetterlagen, oder? Genau. Und es ist gratis dabei. Ja, also um kurz zusammenzufassen, für den Kinderwagen hätten wir jetzt als Varianten entweder einen Lammfellfußsack, super kuschelig weich, Naturmaterial, atmungsaktiv, langlebig, nachhaltig. Oder als Alternative ein günstigeres Modell, das wäre halt eben dieser Teddyvlies, oder? Genau, ist auch super warm. Auch super warm und auch total kuschelig und genau. Oder man könnte als Alternative noch eine warme Decke nehmen zum Einschlagen, oder? Genau. Da wollen wir euch kurz die hier von Winter und Blumen zeigen. Die ist auch super kuschelig und hat auch ein Vlies innen. Also da ist euer Baby auch auf jeden Fall super warm eingepackt. Die kennt ihr vielleicht sogar schon. Da haben wir auch mal ein Gewildspiel damit gemacht. Genau. Und immer noch ein super Klassiker. Perfekt. Ja, wir haben euch gerade gezeigt, wie ihr euer Baby in der Babywanne oder auch im Sportsitz dann warm einpackt. Wenn das jetzt noch kleiner ist und erst noch in der Babyschale unterwegs ist, könnt ihr das natürlich mit einer Einschlagdecke dort warm einpacken. Die haben wir euch in dem Video mit Baby im Winter vorgestellt, also schaut unbedingt da auch vorbei. Genau, also nennt sich dann Einschlagdecke. Genau. Perfekt. Ja, und dann natürlich auch noch die Frage, was ziehe ich jetzt dem Kind an, wenn ich es hier so reinlege, in diesen warmen Lammfellfußsack? Da kann man ganz gut so Overalls nehmen, aus Strick zum Beispiel. Das ist echt ein super süßes Modell, was es hier im Shop gibt. Das ist total gute Qualität, schön gestrickt, total angenehm auf der Haut und lässt sich auch super kombinieren, glaube ich, gell? Genau, da haben wir verschiedene Designs und Farben im Shop und es gibt eben nicht nur diesen Overall, sondern auch Strickkleider, Strickpullis, Mützen. Also könnt ihr euer Baby ein ganzes Outfit zusammenstellen. Ja, es ist alles unten in der Infobox verlinkt und auch noch weitere Produkte, die da als Alternativen total gut sind, könnt ihr euch da anschauen. Genau, und besonders bei dem hier ist eben, dass das aus Bio-Baumwolle und aus Seide ist, also auch super angenehm für das Baby zu tragen. Ja, habt ihr bestimmt schon mal gehört, immer diese klassischen Wolle-Seide-Mischungen. Das ist wirklich ein Wolle-Seide-Strampler, der halt eben auch sehr ausgleichend und temperaturregulierend ist. Genau. Ja. Und was natürlich auch noch super süß ist und irgendwie zum Kinderwagen auch mit dazugehört, ist halt so eine süße Kette. Ja. Wir haben jetzt da mal eine Variante für euch ausgesucht, aber es gibt natürlich auch noch andere Varianten. Ja genau, möchtest du die vielleicht einfach kurz vorstellen? Hier, also ich zeige euch die mal.
Die hat eben auch einen Spiegel und ist eben super zum Tastsinn und Greifsinn fördern für euer Baby. Könnt ihr einfach hier dran klippen. Und so kann sich euer Baby eben auch beschäftigen, wenn ihr Ja. länger draußen spazieren geht. Ja, ist übrigens auch eine tolle, nette Geschenkidee, die einfach nicht teuer Ja. ist. So also eine Kleinigkeit, die einfach Freude bereitet. Hier mit der Giraffe und dem Nilpferd. Das wird super süß. Ja. Genau. Ja, im Winter, wenn es kalt ist, würde ich mir einfach eine Wärmflasche machen, damit es warm wird. Kann ich die dann dem Baby auch einfach mit reinlegen? Ja, also bei Babys, neugeborenen Kindern, empfiehlt man keine Wärmflasche zu verwenden, einfach aufgrund der Verbrühungsgefahr. Es kommt selten vor, aber es kommt vor, dass die Wärmflaschen auch mal kaputt gehen und das ist natürlich echt ein No-Go und wäre gefährlich. Und deswegen gibt es halt da Alternativen. Ihr habt jetzt da im Shop Wärmekuscheltiere. so süße Genau, die sind eben mit natürlicher Füllung innen drin, mit Hirsen und die könnt ihr einfach für ein paar Minuten in die Mikrowelle oder in den Ofen legen und dann bleiben die für 90 Minuten warm. Und so spenden die eben dann Wärme und euer Baby kann eben auch damit kuscheln und das könnt ihr eben auch für den Spaziergang Ja. verwenden oder halt auch zu Hause. Ja. Also da ist hier innen drin, man spürt es auch, dass so Körner drin sind. Und es riecht auch und duftet Ja. ein wenig. Also es ist wie so ein kleines Wärmepaket. Und zum Beispiel, wenn du jetzt die Kombi machst, einfach mit einer warmen Wolldecke. Und da möchtest du eine Wärmflasche vielleicht mit dazu nehmen, dann nimm doch einfach so ein Wärmekissen. Dann hast du unten ein bisschen Wärme. Von unten zum Kind hin, dass die Füße auch warm bleiben. Wenn jetzt so ein warmer Lammfell-Fußsack zum Einsatz kommt oder auch eben dieser Vlies-Fußsack, kann es sein, dass du das gar nicht brauchst, weil es einfach nicht so sibirische Ja. Temperaturen bei uns sind. Aber es ist halt einfach cool, so ein bisschen zu variieren. Wenn es super kalt ist, die zwei Fußsäcke, wenn es vielleicht nicht so kalt ist, eine warme Wolldecke und irgendwie vielleicht noch so ein wärmendes Wärmtier. Kuscheltier Da haben wir auch ganz viele verschiedene Tiere im Shop. Könnt ihr auf mit jeden Fall mal rein. vorbeischauen. Ja, auch eine nette Geschenkidee natürlich. Genau. Oder auch zum Bettchen vorwärmen. Ja, die Schlafzimmer sind ja manchmal auch relativ kalt gehalten, ganz gezielt. Und manchmal ist aber so ein Bettchen, vor allem wenn das jetzt in der Nähe von dem Fenster stehen muss, einfach mit ziemlich kalt und unangenehm, einfach so ein Kuscheltier vorher mit reinlegen, sodass es ein bisschen vorgewärmt ist und dann wieder rausnehmen. Wichtig natürlich, Kuscheltiere nicht auf Kopfhöhe, sondern wenn dann hier unten zum Wärmen und als Spielzeug sowieso nicht für Neugeborene. Und Babys und Säuglinge, gell? Das braucht man nicht. Weil das führt uns nämlich auch zum nächsten Thema hin, zum plötzlichen Kindstod. Jetzt kann ich da gleich überleiten. Genau. Genau, das könnt ihr gespannt sein. Das wird nämlich auch ein nächstes Folgevideo sein. Und ja, bleibt dran. Ja, dann wisst ihr jetzt, wie ihr euch richtig ausstatten könnt für den Winter, welche Ja. Produkte Anna-Maria euch empfiehlt. Ja, und wie es ihr euch einfach auch kuschelig machen könnt, sowohl draußen als auch drinnen. Für drinnen, vor allem für euch Muttis, könnt ihr natürlich auch gerne bei mir vorbeischauen, mamali.de. Online-Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungskurse, Hebammenberatung findet ihr alles auf meiner Seite. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Ciao!